So, da sind wir auch schon wieder. Also, da gehen wir jetzt einmal zu. Verlassen wir jetzt einmal das Schiff und schauen, was der gute Kapitän von uns will. Gut, dass auch ihr von Deck tretet, junger Mann. Wir wollen ein letztes Nachtlager aufschlagen, bevor wir morgen Nadoret erreichen. Da wäre allerdings noch eine Sache. Na, ganz positiv klingt es da nicht. Mal sehen. Ihr hattet mir zugesagt, euch während der Reise nützlich zu machen. Das hatte ich zu eurem Glück ganz vergessen. Sonst hätte ich schon viel früher Arbeit für euch gehabt. Ja, da hatten wir echt Glück. Aber da wir ein netter Mensch bzw. ein netter Zwerg sind, werden wir jetzt mal tun, was der gute Captain von uns will. Und erstmal nachfragen, was wir tun sollen. Ihr sollt nur dem alten Pete helfen, das Nachtlager zu bereiten. Ich will morgen beim ersten Licht wieder aufbrechen. Denn unsere besser zahlenden Passagiere haben es eilig. Ja, das ist ja kein Problem. Nur das Nachtlager bereiten. Das haben wir ja schon oft genug für uns selber gemacht. Aber bevor wir das machen, hätten wir noch ein paar Fragen an den Captain. Ah, der Wissensdrang der jungen Leute. Frag nur. Ich schätze mal, eigentlich als Zwerg müsste ich älter sein als du. Aber du hast mit dem Gebiet mehr Erfahrung. Also, fragen wir ihn erst einmal über Nadoret aus. Nun, was soll ich sagen? Ein hübsches, kleines Handelsstädtchen am großen Fluss. Regiert vom ehrwürdigen Baron Dajin von Nadoret. Ja, ob das Städtchen so lauschig ist, wie es klingt, klingt vielleicht auch eher ein bisschen langweilig, oder ob der Baron so ehrwürdig ist, das werden wir herausfinden. Habt ihr noch andere Fragen? Ja, die hätten wir, und zwar, warum müssen wir überhaupt ein Nachtlager aufschlagen? Nun, es ist Nacht. Und bei Nacht ist man am besten an Land. Piet sagt, der Flussvater hasst es, nachts geweckt zu werden und holt sich die Schiffe, die seinen Schlaf stören. Ich sage, nachts sieht man die Steine nicht. So gesehen haben beide recht. Wer das schwarze Auge kennt, der müsste wissen, dass man Götter nicht verärgern sollte, auch wenn der Flussvater jetzt nicht gerade einer der 12 Hauptgötter ist. Und was die Steine angeht, nun, die können für ein Boot auch sehr unangenehm werden. Habt ihr noch andere Fragen? Nein, das war's. Wir gehen jetzt mal zu Pete. Schneller heim! Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen. Bis dahin muss alles repariert sein. Verstanden? Oh, jawohl, Kapitän. Ja, der Kapitän treibt seinen Schiffsjungen an. Dann gehen wir mal zu Pete. Der steht da und unterhält sich mit dem Mädchen. Mal sehen, was die beiden. Erzähl mir nichts, nur um dich vor der Arbeit zu drücken. Ich kenn doch diesen Blick. Pete, brauchen wir denn wirklich ein Feuer? Ich meine, so kalt ist es doch gar nicht. Och, Jana, noch nicht. Streng dein Köpfchen mal ein bisschen an. Denk doch daran, dass es kälter wird und an meine alten Knochen. Mach ich ja, aber wir haben keinen Zunderschwamm mehr. Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch im Ferdock noch welchen gekauft. Bis dahin muss alles repariert sein, verstanden? Oder etwa nicht? Es tut mir wirklich leid, Pete. Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass wir kein Feuer machen können? Du dummes Mädchen. Warum rückst du erst jetzt damit raus? Weil... Vielleicht ist das sowieso besser jetzt. Ein Feuer könnte doch auch Gefahren anlocken, weißt du? Jetzt erzähl mir nichts, nur um dich vor der Arbeit zu drücken. Ich kenn doch diesen Blick. Pete, brauchen wir denn wirklich ein Feuer? Ich meine, so kalt ist es doch gar nicht. Och, Jana, noch nicht. Wer, was? Ah, dich kenne ich doch vom Schiff. Und dein Name war... So, ich wollte jetzt gerade nicht in die Unterhaltung von den beiden reinreden, aber so wie es aussieht, fehlt uns Zunderschwamm. Das würde er uns jetzt wahrscheinlich gleich was von erzählen. Aber erst einmal finde ich ihn gar nicht mal so sympathisch, dass er sich nicht mal an uns erinnern kann. Deswegen erinnern wir ihn selber. Ach ja, genau. Du hast den Kapitän nicht genug zahlen können. Und ich darf dich deswegen zum Arbeiten einspannen. Entschuldige, wie konnte ich das vergessen? Du wirst mir immer unsympathischer, aber gut. Bleiben wir freundlich. Freundlich? Na, wenn du dich über Schinderei freust,
kannst gern auch noch meine Arbeit mitmachen. Ich glaube, als Zwerg kriege ich das sogar besser hin als du. Oder auch nicht. Sonst geht nachher noch mehr daneben. Schließlich hat schon jemand in Ferdok am Hafen Wetten abgeschlossen, statt mit dem Geld Zunderschwamm zu besorgen. Ja, und da haben wir das mit dem Zunderschwamm, was wir gerade schon mitgekriegt haben. Und du bist ganz schön frech, Junge. Nein, das stimmt nicht. Das Geld wurde mir gestohlen. Und über den Schrecken habe ich den Zunderschwamm vergessen. Wirklich. Sie ist mir irgendwie sympathischer als Piet, deswegen glaube ich ihr das einfach mal. Aber fragen wir erst einmal, warum der Zunderschwamm so wichtig ist. Willst du, dass ich mir einen Dumpfschädel hole bei der Kälte? Oder die wohlbetuchten Herren da hinten? Ohne Zunder? Kein Feuerchen. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Stücke aneinander reiben reicht. Aber bei DSA weiß man ja nie. Deswegen sollten wir... Naja, wir haben ebenfalls keinen Zunderschwamm dabei. Also was sollen wir jetzt machen? Nun, jemand wird jetzt auf dieser Insel irgendwo trockenen Zunderschwamm finden. Und du gehst mitsuchen, damit nichts schief geht. Ich glaube, mit jemand meint er die Kleine. Also mal sehen. Denk ja nicht, dass ich mich nicht alleine traue. Ist nur wirklich langweilig sonst. Ja, okay. Ist ja nicht so, als ob es hier Gefahren gibt, oder? Bring die Kleine ja heile wieder, hörst du? Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Die Janne hat jetzt genug Schimpfe bekommen. Jetzt droht er mir auch noch. Das ist ja, der wird mir wirklich immer mehr sympathisch. Naja. Also. Und weil er mir so sympathisch ist, frage ich ihn gleich mal, warum er nicht mit dir suchen geht. Weil meine Knie vor Vergnügen quietschen bei dem Gedanken. Deswegen. Nun husch, weg mit dem jungen Gemüse. So alt siehst du gar nicht aus, also stell dich mal nicht an. Also, dann gehen wir mal mit Jana auf den Weg. Und dann kannst du mir erzählen, was er dir geflüstert hat. Los geht's! Die ist ganz schön neugierig. Du wirst dich hüten. Und Jana, trödel nicht so viel mit deinem Gequatsche, sondern such! Und er ist ungeduldig. Schneller, Hein! Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlafen. Bis dahin muss er... Jetzt sag schon, was hat er dir zugeflüstert? Die gibt echt nicht auf, oder? Also, jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen der etwas strengeren Antwort und der ziemlich lustigen. Naja, nehmen wir die zweite. Mit dir wird's wirklich nicht langweilig. Danke. Das hoffe ich auch, dass es nicht langweilig wird. Meine Idee wäre, dass es hinten bei der Turmruine Zunderschwämme gibt. Lass uns da mal nachsehen. Sie schleppt uns zu einer Turmruine. Und da hat sie vorhin noch vor Gefahrenangst gehabt. Schneller, Hein! Bei dem Gehämmer kann doch niemand schlagen. Bis dahin muss alles repariert sein. Verstanden? Piet ist gar nicht immer so. Wirklich. Ich meine, doch, eigentlich ist er immer so. Aber er meint's gar nicht böse, glaube ich. Ich glaube schon. Er ist schon ein ziemlicher... Naja. Was mir besonders an Drakensang gefällt, ist die schöne Umgebung. Wie herrlich das hier alles aussieht. Das hat mir schon im ersten Teil sehr gut gefallen. Ganz lauschige Plätzchen. Und auch das mit den Licht- und Sonneneffekten und so. Da! Den Zunderschwamm schnapp ich mir und dann können wir gleich zurück. Och, nö. Er ist explodiert. Och, der ist nass wie Kostaller Kohlsuppe. Wenn die ganze Insel von Effert Segen erwischt wurde, dann werden wir hier draußen keinen trockenen Zunderschwamm finden. Ja, ich habe noch nie Kostaller Kohlsuppe gegessen, aber ich kann mir vorstellen, wenn Effert den Regen fallen lässt, dass alles ziemlich nass wird. Also, was machen wir jetzt? Ah! Weißt du was? Wenn wir schon hier sind, dann können wir doch mal in die Turmruine reinschauen. Da ist es bestimmt trocken geblieben. Ja, in die Turmruine. Gute Idee. Das klingt nach einem kleinen Abenteuer, da bin ich dabei. Ach, du magst Abenteuer. Ich auch. Ich meine, ich höre wirklich gern die Geschichten.
Na los, gehen wir. Naja, Geschichten und richtige Abenteuer sind aber schon ein kleiner Unterschied. Bin ich mal gespannt. Und jetzt folgen wir der kleinen in die Turmruine. Kamera hinkt ein bisschen. Und ab darunter. Ich bin hier unten. Kommst du? Ja, ich komme ja schon. Ich bin gerade nicht mehr so sicher, ob wir da wirklich rein sollten. Da scheint eine Höhle zu sein. Und in Piets Geschichten kommt immer nur einer wieder raus. Also auf die Geschichten von dem Grießkram würde ich nicht so viel geben. Außerdem bin ich ein Zwerg. Und gerade deswegen finde ich Höhlen so fein. Wirklich? Na, ich will dir mal glauben. Wir packen das schon zusammen. Geh du vor. Ich pass auf deinen Rücken auf. Mhm. Du meinst, du versteckst dich hinter meinem Rücken. Aber gut. Los geht's. Ja, jetzt kann man schon sehen, ich habe sie jetzt in der Gruppe drin, aber halt nicht als richtigen Charakter, sondern nur als temporären, den ich nicht selber steuern kann. Aber ich kann wenigstens sehen... Da ist doch gar kein Monster da. Oder? Nein, Monster nicht, aber ich sehe da vorne schon drei Fledermäuse, die man auch hier schön auf der Karte sehen kann. Also werde ich die mal angreifen. Mach dazu mal Pause. Und versuche jetzt mal zum ersten Mal zu zaubern. Ich weiß nicht, wie sich dieser Zauber auswirkt, ob er mich selber auch trifft. Das werden wir ja gleich herausfinden. Der ging voll daneben. Na gut, da müssen wir sie halt auf die altmodische Art töten. Aber ich aktiviere mal erst mein Sumus-Schild, um ein bisschen mehr Verteidigung zu haben vorher. Fledermäuse, hilf mir! Das ist ganz schön klickerig. Hauen wir den Fledermäusen auf die Nase. Ah, das klappt ja doch besser als erwartet. Das war's mit den Fledermäusen. Sonst hätte mir das doch nie jemand geglaubt. Ja, ja, gut, dass ich da war. Sonst hätte mir das nie jemand geglaubt. Ist klar, aber ich reite jetzt nicht darauf herum, dass sie Angst hatte. Sie ist ja immerhin noch ein Mädchen. So. Da haben wir auch schon den trockenen Zunderschwamm, den wir jetzt mal einsacken werden. Hast du was gefunden? Zeig mal. Endlich! Ein trockener Zunderschwamm! Dann nichts wie raus hier und zurück zu Piet. Ich freue mich auf ein wärmendes Feuer. Ja, freue ich mich auch. Und jetzt darf ich Zunderschwamm haben. Aber lass uns doch die Höhle vorher weiter erforschen. An dir ist wirklich ein Abenteurer verloren gegangen. Ja, ist er. Also, das Erste, was wir machen... Wir zerdeppern ein paar Fässer. Denn was macht man in einer Höhle am besten? Fässer zerdeppern und gucken, was drin ist. Naja, das zu öffnen und reinzugucken ist wohl zu schwierig. Oh, Bolzen. Das trifft sich gut. Haben wir gleich schon mal Munition, sobald wir unsere Armbrust in Händen halten. Oh, noch mehr Bolzen. Oder Kugeln, wenn wir eine Arbaleste benutzen. Ja, hier werden Kugeln nicht für Steinschleudern verwendet, sondern für... Kugelarmbrüste, sage ich mal. Auch wenn das komisch klingt. So, dann gucken wir uns weiter in dieser Höhle rum. Nein, schon dieser Anblick hier ist wow. Es gibt garantiert später noch andere schöne Anblicke, aber hier rauszugucken... Ja, ich mag das Spiel. Ich mag es sehr. Eine Schale mit Opfergaben. Untersuchen wir. Lass lieber die Finger davon. Ich glaube, das ist ein Schrein des Flussvaters. Und Piet warnt mich jeden Tag, dass man ihn nicht erzürnen darf. Wirklich? Ja, wie ich vorhin schon sagte, ein Gott zu erzürnen ist nicht gut. Aber wer ist dieser Flussvater? Piet sagt, ihn gab es schon immer. Und er bewacht den großen Fluss. Als Flusstier, alter Greis oder sogar eine laufende Trauerweide soll man schon gesehen haben. Und mit den Feen ist er befreundet. Okay, dann sollten wir auf ihn hören. Ausnahmsweise jedenfalls. Dank dir. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ja, aber bevor wir die Höhle weiter erkunden, machen wir hier einen Cut und sehen uns gleich wieder.